Hallo und herzlich willkommen hier im Steinekeller. Ich bin der Tobi und ich habe euch heute was Besonderes mitgebracht. Unten aus dem Keller, weil da gerade ein bisschen Baustelle ist, habe ich das Krankenhaus mit nach oben gebracht. Eigentlich eines der Must-Haves in jeder Stadt. Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus, Baustelle, Werkstatt, sowas gehört immer wieder mit da rein. Und eben dieses Haus hier, dieses im Modellbau, Modularbauweise gebaute Haus, ist eben das Krankenhaus, das unten in der Stadt verbaut ist. Und das geschulte Auge wird es schon festgestellt haben. Das Design ist vom Lego Krankenhaus, das Produkt von 2018 im Sommer. Und auch bewusst, weil das Krankenhaus besteht zum Großteil aus diesen Sets von diesem Krankenhaus und natürlich mit den restlichen Steinen aus dem, ja, Reservoir, das schon da war. Gucken wir uns das Haus ein bisschen näher an. Einige würden sagen, das ist ein rechteckiger Kasten, aber ich finde dieses Design eigentlich sehr schön, weil es soll ja auch ein modernes Stadtkrankenhaus darstellen und die sind nun mal mit Glasfront und ich finde es herrlich. Wenn man hier guckt, von der schmalen Seite her, unten sind die Fahrtbuchten für die Krankenwagen. Geht man dann um die Ecke rum, dann sieht man hier eben diese schöne Glasfront um die Ecke herbeigeführt. Dann haben wir hier unten den Haupteingang auf der längeren Front. Oben der Heli-Parkplatz. Und ja, das wird eigentlich an die anderen Häuser angebaut. Das sieht man dann nicht, wenn das unten dann verbaut ist. Die Rückseite. Wenig spektakulär. Was man hier jetzt sieht, das ist dann der Schacht für den Aufzug, wenn er dann mal richtig fertig ist. Der soll dann eben von oben bis nach ganz unten durchfahren. Hier haben wir dann natürlich auch die Fensterfront von hinten auf der einen Seite bzw. auf der anderen Seite, die hier etwas verdeckt ist. Unten sieht man von dem Erdgeschoss noch die Fensterfront und die Garagenrückseite. Genau. Jetzt wollen wir uns das etwas näher betrachten. Der Grund und Boden von diesem Krankenhaus, das ist Luxus. Warum? Die Größe an sich selber ist 48 Noppen mal 32 Noppen aufgeteilt auf eine 32 Noppen mal 32 Noppen Platte und eine 16 mal 32 Noppen Platte, die es eigentlich nur noch in den Modularhäusern wie zum Beispiel im Pet Shop gibt, ansonsten nicht mehr. Das Interessante ist, ich hole es gerade mal rüber, die Basis besteht eben aus einer grünen 32 mal 16 Noppenplatte, wie es damals, also das Grün von damals, also nicht wie es heute ist, kein Neongrün. Und das nächste ist, wie man früher von den Feuerwehren das gewohnt war, diese Grundplatten mit diesen Einbuchtungen für die Einsatzfahrzeuge. Und die sind hier auch verbaut in Grau, nicht in Grün, sondern in Grau. Und es wurde so ausgerichtet, früher war das eben mal so zum Reinfahren, ausgerechnet bei mir unten eben so zur Straße hin, damit eben gleich die Parkbuchten da sind. Also mit anderen Worten, da ist Platz für drei Krankenwagen. Die Krankenwagen an sich selber habe ich so gelassen, wie sie im Modell waren. Ich finde, die sehen klasse aus, da muss man nichts verändern. Außer vielleicht, dass man da mal irgendwann einmal Licht und Ton reinbringt. Wer schon mal im Kanal reingeguckt hat, der hat gesehen, da kann man schon was machen. Da will ich auch nochmal separat mal drauf eingehen. Aber ich finde die super, die Wagen. Die belasse ich so bei mir. Und bei mir gibt es dann eben drei. Da sind jetzt nur zwei. Der eine ist noch in Bearbeitung. Oben drauf auf dem Heliport der kleine Hubschrauber. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesen kleinen Hubschraubern, aber in dem Fall sage ich mal, es gibt ja auch ultraleicht Hubschrauber und da kann man das gut und gerne dafür hernehmen, für den Noteinsatz. Also hier kann man, was man hier sieht, da ist eine Trage dran, da für die Medikamente oder Notfallkoffer, Pilot, gleich Sanitäter, je nachdem. Jedenfalls kann der den Verletzten gleich, wenn er aus den Häuserschluchten wieder aufsteigt, mitnehmen und oben absetzen und dann geht es dann weiter.
zu den einzelnen Aufbauten. Hier oben drin ist sowas wie die Einsatzzentrale. Dort wird dann entsprechend die Fahrzeuge koordiniert oder wenn der Heli dann ankommt, wieder freigegeben. Ein paar Tragen sind noch oben drin, aber das wollen wir uns dann etwas näher angucken, wenn wir das Ganze einfach mal abheben. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nichts kaputt mache. Ist alles sehr filigran. Und Achtung, okay. Jetzt komme ich mal ein bisschen näher. So schaut das Ganze von oben aus. Also man sieht da diesen Einsatzraum. Noch ein Ersatztrag ist mit dabei. Und dann da hinten eben die Bucht für den Fahrstuhl. Wenn jetzt also ein Verletzter kommt, der arme Kerl hier, das Opfer, der wird dann eben da oben reingebracht und wird dann mit dem Fahrstuhl nach unten transportiert eben in die nächste Etage. Die machen wir gerade auch nochmal ab. Wie gesagt, alles nur da. Da ist schon ein Teil vom... Hoppala. Also in diesem Bereich, ich muss aufpassen, dass da nichts hin und her fällt. Da ist dann der Eingang vom Fahrstuhl. Das sind so die Behandlungszimmer. Zum einen haben wir hier den Augensehtest, den habe ich da mit eingebaut. Das Röntgengerät ist mit eingebaut und hier soll das Labor sein. Das Röntgengerät mit dem Lichtstein und eben diesen Röntgenbildern habe ich so gelassen. Fand ich super, also von dem her. Wer mal ein Review zu diesem Set sehen will vom Krankenhaus, vom Lego-Krankenhaus, im Netz einfach gucken, da gibt es genügend, da brauche ich nicht näher drauf eingehen. Es soll ja eins von meinen Gebäuden sein, wo ich näher drauf eingehen möchte. Die nächste Etage, von oben nach unten her gesehen, jetzt wird es etwas schwieriger, weil hier sind eigentlich die Krankenbetten, die habe ich genauso übernommen wie aus dem Krankenhaus, bloß drei nebeneinander. Und wenn man hier reinguckt, da ist dann der OP. Hoppala, es fällt alles gleich runter. Designmäßig von Blau und Weiß gehalten. Und in der untersten, ach nee, nicht untersten, aber in der untersten Etage für die Zimmer, da sieht man, da ist die Kinderabteilung oder die Geburtenstation. Jetzt haue ich schon hier das Baby raus. Also die kleinen Wägelchen sind da untergebracht, inklusive Fläschchen und den kleinen Schreihälsen. Na, der eine hat sich schon verdünnisiert. So, schaut das aus. War so ähnlich. Wird nicht scharf. Ist ja auch erst das erste richtige Video. Das wird dann noch besser. Dann in diesem Bereich dann hier sind die Ärzte in ihrem Bürozimmer. Hoppala. Sieht mir jetzt natürlich nicht so gut, aber da sind eben die ganzen PCs und die Ärzte hocken dann davor und tun das Ganze dann bearbeiten. Und dann kommen wir schon zur Etage, Erdgeschoss. Im Erdgeschoss selber, hier der Eingang, Doppelglastüre. Innen drin so ein kleiner Shop, um sich Erfrischungen zu holen oder entsprechend auch mal was zu essen, wenn es kein gutes Essen gibt. Sieht man jetzt auch etwas schlecht. Ich will das nicht rumholen, sonst fällt da alles rum. Mein Pfleger. Und hier eben noch näher gebracht die Parkbuchten. Was ich hier dann gemacht habe, wenn der Krankenwagen rückwärts einparkt, das sind Klapptore. Also da
das kann man hier auf- und zuklappen, damit man da auch richtig reinkommt. Und da ist dann noch ein bisschen Grünfläche, da kann man sich dann hinhocken. Ist noch nicht alles fix und fertig, sieht man ja auch. Das kommt aber nach und nach. Was ich noch sagen muss, Sticker habe ich natürlich ein paar verwendet, nicht alle. Ein interessanter ist der vom Augenarzt, wenn man mal genau guckt. Ja, sieht man, ich gehe noch näher hin. Ich weiß nicht, ob es schon jemand gesehen hat, da sind nicht nur einfach Buchstaben, die da drauf sind, sondern da steht drauf, if you can read this, you have a good vision. Finde ich witzig, cool gemacht. Klebe ich da noch ein, ist bei mir noch nicht drin, mache ich aber dann. Im Groben und Ganzen, dieses Krankenhaus passt perfekt unten in die Stadt rein. Es wird nebenbei noch die Parkplätze gebaut und die neuen Straßenverbindungen werden gemacht. Und wenn es dann wieder richtig drin ist, dann seht ihr das dann auch mal wieder von der Perspektive, wie es eingebaut dann aussieht. In diesem Sinne, bis bald.